Herzlich willkommen bei einem neuen Vlog. Wir sind gerade in einem Zug auf dem Weg nach Hamburg, weil es dort eine Demo wieder gibt gegen Artikel 13. Und wir wollen natürlich den Artikel 13 verhindern und deswegen gehen wir dort auch hin. Wir haben schon Frühstück besorgt, liegt hier. Ich habe mir ein Schokobrötchen geholt und dann habe ich mir noch einen Comic gekauft. Davon habe ich schon drei. Das ist so eine Sammelcollection. Finde ich ganz gut. Und ja, mehr gibt's eigentlich nicht zu sagen. Los geht's mit dem Vlog. Sehr geehrte Fahrgäste, willkommen an Bord des Metronom auf der Fahrt zum Hamburger Hauptbahnhof. Es gab ja heute Morgen erst einen großen Aufschrei zu Hause wegen der frühen Uhrzeit. Jetzt haben wir es nämlich noch nicht mal 8 Uhr und sind schon unterwegs. Natürlich haben wir nicht nur vor, zur Demo zu gehen in Hamburg, sondern haben auch vor, einen schönen Tag in der Stadt zu verbringen. Und jetzt gibt es erstmal eine angenehme Fahrt, die dauert ungefähr 90 Minuten. Noch nicht beim Hauptbahnhof, aber sind wir gleich da. Wetter ist auch nicht besser als in Bremen. Ja. kein klarer Himmel, wie man sieht. Alles voll mit Wolken. Sonne findet man auch nicht. Ja, man macht ja immer so dieselben Sachen, wenn man in Hamburg ist, wir jedenfalls. Und jetzt gehen wir mal in den alten Elbtunnel. Wir beide waren ja schon mal da, John und ich. Genau, für mich ist es heute Premiere. Ich bin gespannt, wie es wirkt, die Atmosphäre. Ab geht's in die Tiefe. Und schon sind wir einmal unter der Elbe hindurchgegangen. Zu Fuß. Unglaublich. Gerade eben waren wir noch unter der Elbe und jetzt sind wir auf der Elbe. Und wir sind hier gerade auf einem Boot. Also ist wie so ein Taxi, nur halt auf dem Wasser. Und der ist für uns auch ganz kostenlos, weil dieser Preis bei uns mit in den Karten drin war. Und für mich ist das sowieso kostenlos. Und ja, ist ganz schön, wenn man hier schön sitzt, dann kann man, hat man einen schönen Blick aufs Meer und ja, alles super. Musik.
Ja, schon haben wir auch etwas Zeitnot. Wir haben es bereits nach 12 Uhr. Um 13 Uhr soll diese Demonstration losgehen, gegen Artikel 13, wo wir ja hinwollen. Unser Routenplaner hat eben leider total versagt, weshalb wir das Hofbräuhaus, wo wir jetzt sind, und ein kleines Bierchen trinken, nicht so einfach gefunden haben. Da haben wir eine gute halbe Stunde leider verschenkt. Sind wir erstmal hier und genießen das mal. Mir geht's gerade nicht so gut. Ich habe sehr großen Durst und eigentlich auch sehr großen Hunger. Ich bin auch gerade mega schlapp. Hamburg ist halt nichts für Anfänger, das ist schon für Fortgeschrittene, ne? Ich kann eben auch noch mal den Artikel 13 erklären, weil wir gehen ja zu einer Demo hin. Also das ist ein Artikel 13 ist für das Urheberrecht, das ist ja auch gut. Aber wie dieser Upload-Filter durchgeführt wird, der ist nicht so gut, weil wenn ein Urheberrecht ist ja beispielsweise, wenn ich jetzt irgendein Musikstück hochlade und ich Werbung setze oder so, dann kriege ich dafür natürlich auch Geld. Aber die Leute, die dieses Video gemacht haben, diese Musik gemacht haben, die kriegen dann dafür. Also die wollen ja nicht, dass jemand anders Geld verdient durch ihre Musik oder so. Und das ist ja auch gut. Aber dieses Video oder so kann dann nicht hochgeladen werden. Da ist dann so ein Upload-Filter. Jetzt, das ist dieser Upload-Filter, der erkennt das. Aber dadurch kann man auch keine anderen Sachen mehr machen, wie beispielsweise Let's Plays, Vlogs, weil wenn man rausgeht, die ganzen Gebäude sind auch also geschützt und ja, das ist dann halt ein bisschen blöd, wenn man dann einfach nichts mehr zeigen kann. Und also eigentlich will Artikel 3, also eigentlich ist das dann so, dass man sich vor eine weiße Wand setzen kann, ohne irgendwelche Markenklamotten und dann irgendwie was erzählen kann. Und das ist dann natürlich kein richtiges Video mehr, würde ich mal sagen. Also das ist jetzt mal so Artikel 13 in meinen Worten so erklärt. Wenn ich irgendwas falsch gesagt habe, tut es mir leid, aber ich bin auch erst 10. Kann ich nicht so viel darüber wissen. Von John war es bestens erklärt, muss ich mal sagen. Eine Ergänzung habe ich noch. Das Brisante an der Sache ist für mich, dass ab jetzt die Plattformen, also YouTube, Instagram, Facebook und wie sie alle heißen, haften müssen, wenn ein User eine Verletzung des Urheberrechts begeht. Und das ist eben das Gefährliche, weil dann von vornherein versucht wird, alles zu blocken. Und dieser Upload-Filter kann eben nicht erkennen, ob es eben genau das ist, was ausgefiltert werden soll oder was so ähnlich aussieht, ist technisch nicht möglich. Und darum gehen wir heute auf die Demo und hoffen, dass dieser Upload-Filter verhindert wird. Man kann es ja auch anders machen. Es gibt verschiedene andere Wege. Aber dieser Upload-Filter, den sehen wir als Gefahr für ein freies Internet. Wir sind gerade auf dem Weg zu der Demo. Wir sehen die schon da vorne und alles voll. Ja, natürlich. Viele Leute wollen ja natürlich auch Artikel 13 verhindern. Ist gut. Und Stefan hat mir gerade auch nochmal erzählt, wenn ich später Kinder habe, wenn wir es dann nicht geschafft hätten, dann hätte ich meinen Kindern ja auch erzählen können, mit diesen ganzen Demos und so, dass wir früher ein viel besseres Internet hatten. Und haben wir nochmal ein bisschen nachgedacht. So. Und ja, ich fühl mich eigentlich voll gut, dass ich jetzt auch dabei bin. Ja. Also heute ist der Tag, der 23. März, der Tag, wo europaweit die ganzen Demos stattfinden. Letzte Chance für uns, was dagegen zu unternehmen. Danach wird einfach nur noch abgestimmt im EU-Parlament. Und dann werden wir sehen, was wir haben. Tja, dann werden wir Reißverschluss vom Mund und sehen nichts mehr.
Neulinge in Sachen Demonstration haben alle erst eine mitgemacht. Und hier ist aber schon um einiges größer als in Bremen die Demonstration, muss ich mal sagen. Muss ich auch sagen. Also sind eine ganze Menge mehr Leute. Hamburg ist ja auch größer, aber ist schon was anderes hier. Also ich finde, dass es gut ist, dass man dabei ist, wenn man auch dagegen ist. Und viele Leute, die davon ja auch was wissen, machen ja auch nicht mit. Aber wir können dann immerhin sagen, dass wir dabei waren. Und Artikel 13... An uns hat es nicht gelegen, falls es doch durchkommen sollte, dass der Upload-Filter. Ja, und ich hoffe, Artikel 13 kommt nicht durch. Ja, die Hoffnung stirbt zuletzt. Vielleicht bewirken wir ja heute alle, auch in anderen Städten. Ja, gemeinsam sind wir stark. Vielleicht schaffen wir es ja. Genau, heute ist der Tag, der entscheidende Tag. Pflicht haben wir jetzt erfüllt. Jetzt kommt die Kür. Am leckeren Essen erstmal. Ich habe mir hier eine Brotzeitplatte bestellt und da ist das, also sieht ganz witzig aus, da ist nämlich das hier mit Wäscheklammern festgemacht, die Wurst. Mal sehen, was die anderen so gewählt haben. Also die Wurst bei Stefan ist der Schinken, würde ich sagen. Die Wäscheklammer ist an zwei Kochlöffeln sozusagen befestigt. Sieht wirklich gut aus. Ich habe Roastbeef mit Bratkartoffeln. Und du? Ich habe einen vollen Mund und ich habe so Fischnuggets mit sehr, sehr heißer Pommes. In Hamburg isst man ja auch Fisch, ne? Ah, ganz toll. Wochenende und ich muss arbeiten. Erstmal Wäsche abnehmen. Mit Wäscheklammern hier sogar. So. Ah. Lustige Idee. Wie heißt das Gewässer hier? Alster. Oh, sehr gut. Ja, Stefan hat gedacht, ich hätte Elbe gesagt, aber es ist ja die Alster. Also ich bin zum ersten Mal in meinem Leben in einem Apple Store. Und du? In einem richtigen Apple Store auch zum ersten Mal. Nur halt bei Saturn, da gibt es ja auch so einen kleinen Apple Store. Das ist kein Apple Store, das ist nur eine Apple-Abteilung vielleicht. Steht da oben. Steht da oben. Ja, das Zeichen ist da. Ja, ich bin eigentlich immer an diesen iPhones dran und spiele immer irgendwas. Zum ersten Mal das iPhone X in der Hand. Ja? Irgendwie ähnlich wie mein iPhone 8, muss ich mal sagen. Ein bisschen teurer. Oh, das hier spielt, das habe ich auch gespielt mit Moritz. Das ist mega cool. Und how is life? Hä? Wie ist das Leben? Super. Gibt es hier auch Küchenmaschinen?
Ich finde es langweilig hier. Also, ich mag ja Apple, aber diesen Hype darum mag ich Apple nicht. Und die Preise sind viel zu hoch. Ich finde, die Preise sind... Naja, ein Smartphone, das... ich bin schon, weil beispielsweise das iPhone X, das kostet ja irgendwas mit 800 Euro. Dafür kann das iPhone X aber auch ganz schön viel, dass sich die 800 Euro auch lohnen. Das sagt jemand, der noch kein Geld verdient. Kein Wunder. Was heißt WWM? Warten wegen Mama. Erklärung? Ja, Mama sagt, Mama kann nicht unterscheiden, weil hier in welche Richtung die fährt. Wenn die hier ist. Es kann doch wohl nur in eine Richtung fahren, die eine Bahn. Und deswegen hat sie gesagt, nee, das ist die falsche U-Bahn. Ja. Egal, der Zug kommt. Die Bahn kommt, nicht der Zug. Da stand dran, der Zug kommt. Deutsche Bahn. Zug. Und wo sind wir hier? In der Reeperbahn. Ja, in der Reeperbahn. Er hat wirklich keine Ahnung. Wir sind hier auf der Reeperbahn. Sehr eklig, weil wenn man, egal wo man hinguckt, überall ist irgendwas, wie soll ich sagen, dort hinten war ein Sexhaus und sowas, das finde ich nicht so toll. Ja. Also das haben wir jetzt in Hamburg bisher noch nie gemacht, dass wir auf der Reeperbahn was getrunken haben, oder? Und sogar mal ein Hamburger Bier. Prost! Im Sonnenschein. Nachdem wir die Reeperbahn verlassen haben, sind wir zum Bahnhof gegangen und dann haben wir gesehen, unser Zug stand da schon und direkt daneben eine riesige Menschenmenge. Und wir dachten uns erstmal, die wollen alle nach Bremen, dann müssen wir uns jetzt beeilen. Vielleicht müssen wir sonst stehen. Und darauf hatte, glaube ich, keiner von uns Lust. Auf jeden Fall sind wir dann da erstmal noch vernünftig die Treppe runtergegangen und dann sind wir gerannt. Und ja, bei dem Eingang, den man jetzt hier sieht, waren nicht so viele Leute, sind wir schnell reingelaufen und dann die Treppe hochgegangen und dort oben war es natürlich auch voll. Und dann haben wir immer noch nach einem Platz gesucht, kein Zweierplatz, nach einem Viererplatz, weil wir uns alle auch dabei sehen wollen bei der Rückfahrt und wie man hier sieht, alles voll. Aber ich habe dann im Endeffekt noch einen Platz gefunden, sind wieder alle lang gegangen. Dann stand da einer im Weg und dann dachte ich, jetzt schaffen wir das nicht mehr. Und dann, was ist da? Ein Platz. Und den hatten wir dann und dann sind wir nach Bremen gefahren. Wir haben gerade noch einen Platz gekriegt, hatten wohl Glück. Ich habe den Platz schnell geholt. Und ja,
War echt schön in Hamburg. Jetzt geht's wieder leider nach Bremen. Was heißt leider? Ich mache erstmal gleich eine schöne Pause und. Mit der Playstation, ne? Mhm. Ja. Und mit ein paar Freunden. Mhm. Also auf jeden Fall, wenn euch das Video gefallen hat, dann könnt ihr das Video liken und abonnieren und. Ja, ich würde sagen, dass wir uns hoffentlich im nächsten Video wiedersehen. Und. Tschüss. Tschüss.